Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich von Mensch zu Mensch. Heute habe ich wieder einen interessanten Gast bei mir, und zwar die liebe Roswitha Schießer. Wir kennen uns von Roberto Martinez. Du hast ja auch bei Roberto eine Ausbildung gemacht zum Mastercoach und bildest ja auch aus und machst viele Seminare. Und wir hatten ja auch schon das, du warst auch schon mal bei mir in der Einzelsitzung, wo wir zwei eine schöne Seelenreise durchgeführt haben und du ja so ein ganz besonderer Planet bist, aber das werde ich jetzt nicht verraten. Und ja, und dann haben wir uns heute ganz einfach entschieden, mal, dass wir heute uns über deine Arbeit austauschen und einfach auch einen Blick in die Gegenwart werfen, was gerade draußen mit den Menschen passiert. Ja, mit dem Vorgespräch hast du auch schon mir erzählt, dass du das Gefühl hast, dass immer mehr Menschen keine richtige Anbindung mehr haben, irgendwie nur noch orientierungslos rumlaufen. Darüber wollen wir heute natürlich auch noch reden. Und ich möchte euch ganz kurz mal die Roswitha vorstellen. Sie darf dann selber noch ein bisschen was sagen. Ich habe natürlich im Vorfeld mit meinen Gesprächspartnern schaue ich natürlich immer auf die Website. Und über sie, die Roswitha schreibt über sich: Yoga hat mich immer wieder begleitet und mir gut getan. So begann meine Reise 2013 mit einer zweijährigen Ausbildung zur Yogalehrerin auf der Suche nach Heilung für mich selbst. Nach meiner Thai-Yoga-Massage-Ausbildung 2017 begann meine Medialität und meine Gaben sich mehr und mehr zu offenbaren. Als hochsensibler Mensch sind mir in meinem Yoga-Unterricht die Leiden der Teilnehmer aufgefallen, die ich durch die richtigen Übungen dann lindern konnte. In der Thai-Yoga-Massage kam die Gabe des Fühlens hinzu, so fühle ich durch Berührung die körperliche Blockaden, lass doch mich als Kanal der geistigen Welt Energie fließen. Da lass uns dann auch noch drüber reden, unbedingt. 2019 begann dann meine Ausbildung in der Energiearbeit. Diese Reise hat die medialen Fähigkeiten erweitert, sodass ich in den energetischen Sitzungen durch Lesungen im Bewusstseinsfeld der Menschen die Ursachen hellfühlig, hellsichtig, hellhörig als Information erhalte und durch verschiedene energetische Techniken diese auflösen kann. Ja, wie gesagt, ich habe heute mal deine Webseite, eine sehr schöne professionelle Webseite, wo du da aufgebaut hast. Und ja, liebe Roswitha, erzähl doch mal jetzt zum Einstieg unseres Gesprächs einfach mal ein bisschen was über dich. Ich wollte jetzt einfach dich kurz vorstellen, was du so machst, aber aus deinem Munde stell dich einfach mal vor mein Publikum vor, was dein Herzensanliegen auch ist mit deiner Arbeit. Ja, grüß dich, Rainer. Vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf Gerne. und auch hier nach außen sprechen darf. Da freue ich mich sehr. Ich habe tatsächlich damit angefangen, für mich selber Heilung zu suchen, weil irgendwann kam also selber körperliche Leiden die meiner Kinder dazu und ich einfach dieses innere Gefühl, diesen inneren Ruf hatte, dass ich das besser kann als das, was ich im Außen als Heilung erfahren habe. Und irgendwann mal war ich frustriert, auch mit meinen Kindern durch alle Krankenhäuser da durchzugehen. Und so begann meine Reise. Und da waren dann zuerst übers Yoga. Das ist natürlich, wenn man das richtig praktiziert, dann ist da sehr viel Spiritualität dahinter. Also da begann einfach für mich ein sehr schöner Weg, wo ich es einfach dann angefangen habe, an die Menschen nach außen zu tragen, weil
ich dann gemerkt habe, dass in meinen Stunden die Menschen gleich entspannen können. Also die sind angekommen und dann waren sie schon gechillt. Das war dann für mich immer so schön. Also die sind dann immer ganz, also die Resonanz bekomme ich heute noch, dass die da ganz mit einer ganz anderen Energie und richtig entspannt da immer rausgehen und dass es halt auch lange anhält. Sehr schön, ja. Genau, und also so Massagen, das hat mich auch schon immer interessiert und da habe ich auch durch eigene Leiden über diese Ausbildung, dann die Thai-Yoga-Ausbildung angefangen und da habe ich dann gemerkt, ich habe die Leute berührt und auf einmal sind sie eingeschlafen Ja, das war ein schönes oder die Zeichen haben schon. angefangen zu weinen. Also es ist Okay. immer, irgendwo ist was passiert und es war mir dann am Anfang auch ein bisschen unheimlich, weil ich damit dann erstmal auch nichts anfangen konnte. Und dann habe ich gemerkt, ich spüre das, ne? Ich berühre die und konnte dann einfach deuten, ne? Wo es blockiert ist und oder auch teilweise welches Leid da ist. Also ich hatte auch letzte Woche eine Teilnehmerin, die hat die Symptome von einem Bandscheibenvorfall und keiner hat ja da geholfen. Also ich habe sie nur berührt, habe ich gesagt, das sind die Blockaden da, das ist ganz typisch. Und so arbeite ich einfach mit den Händen, dass ich da einfach das fließen lasse und dann auch mit den Techniken, mit den energetischen Techniken, die Leiden auflöst, ne? Also ich spüre dann sozusagen alles, ob es blockiert, ob es zu viel angesammelt ist. Also das fließt und das spüre ich dann. Und ja, in den Seminaren oder beim Roberto, da ist natürlich, da bin ich auch dabei im Team bei ihm und da ist es einfach mit den Seminaren. Ein Seminar habe ich letztes Jahr auch im Schloss Hunfest gegeben und da war es auch so schön, dass eben in der Energie von Gleichgesinnten, da hat ist auch sehr viel Heilung passiert. Ne? Also ja, bei der einen ist dann das Halschakra plötzlich aufgeploppt, die andere hatte dann Migräne. Also es ist in dieser Gemeinschaftsenergie nochmal was ganz viel passiert, was mich auch sehr berührt hat. Ne? Wie wenn dann halt viele Gleichschwingende dann da zusammen sind, das ist dann auch so Heilung auch untereinander. Also das war auch sehr schön. Und da helfe ich einfach den Menschen, dass ich, wenn ich nach den Sitzungen, gehen sie raus und oft ist es so, dass sie dann da auch nicht so in der Hand haben. Und dann sage ich auch, mit den Techniken kannst du einfach mit dem Thema einfach noch an dir arbeiten, weil es kommt natürlich hoch, aber das ist ja wie so eine Zwiebelschicht, das ist ja nicht immer alles weg, ne? Und genau da helfe ich dann sozusagen in der Hinsicht dann den Menschen. Ja, aber das zeigt aber auch schon wieder, und da spreche ich ja aus eigener Erfahrung, wenn jetzt, sagen wir mal, gleichschwingende Menschen zusammenkommen, ja, und man macht jetzt ein schönes Seminar oder Tagesseminar oder wie auch immer. Menschen, wo auf der gleichen Schwingungsfrequenz resonieren, ja, da baut sich ja in der Gruppe dann ein Energiefeld auf, ja, und jeder kann davor wirklich sich selber nochmal in der Schwingung anheben, ja. Ich meine, vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe es gerade jetzt in den letzten 3 Wochen extrem gespürt. Ja, mein, ich habe ja Gott sei Dank das Privileg, du warst ja schon mal bei mir in der Einzelsitzung. Du weißt, wie wir hier wohnen, hin geht es ja schon mal 200 Meter einen Feldweg hinter, direkt am Waldrand. Und wir leben tatsächlich hier in unserer eigenen Welt. Ja, es scheint sich wirklich die Welt, die scheint sich wirklich zu spalten. Wir leben also sozusagen in unserer eigenen Blase. Und die Menschen, wo zu mir kommen, die gehen logischerweise mit mir, mit dem, was ich mache, in Resonanz, schon würden sie ja nicht zu mir kommen.
Und wir gehen auch seltener in große Menschenmengen rein. Und wenn wir mal einmal in der Woche einkaufen, aber wie gesagt, ich habe es jetzt wirklich erlebt und wo ich jetzt ein anderes Auto gesucht habe die letzten 3 Wochen. Und ich kann dir wirklich sagen, das hat mich wirklich an die Grenzen meiner Belastbarkeit gebracht. Ja, ich war in verschiedene Autohäuser drin, die Leute sind total verspult, nichts mehr freundlich, da wird nur noch schnell, schnell, schnell. Ob das auf dem Landratsamt war oder der Verkäufer hat selber gesagt, die hauen die Autos raus, Hauptsache schnell verkauft, aber da ist keine Seele mehr dahinter, keine Freude mehr dahinter. Und du bist natürlich in diesem Energiefeld und das macht natürlich was mit dir. Und ich habe auch zu meiner Frau gesagt, wo ich dann mein alter Audi habe ich privat verkauft, wo das dann alles abgeschlossen war. Ich habe wirklich dreimal das Kreuz gemacht und habe wirklich jetzt hautnah mal wieder miterlebt, wie die Welt da draußen wirklich ist, ja, und wie es in meiner Welt ist. Also das waren zwei Extreme und das hat mich so viel Kraft gekostet. Ich glaube, jetzt ist es eine Woche her und jetzt erst so nach einer Woche, jetzt merke ich erst wieder, wie ich so wieder bei mir angekommen bin, in meiner Ruhe wieder bin, ja, und vielleicht wollen wir mal in das Thema einsteigen, weil du bist ja auch ein sehr feinfühliger Mensch, ja. Was ich ja schon aus deinem Gespräch rausgehört habe, dass wenn du Menschen berührst, ja, das Menschliche, da sind wir wieder, die menschliche Berührung, sei es jetzt durch eine Massage oder durch Yoga, Menschen, wo sich öffnen können, weil jemand da ist, der einem zuhört, ja. Da passiert schon was mit dem Menschen innerlich auf der inneren seelischen Ebene. Ja, und wir haben uns ja so heute so ein bisschen das Thema noch ausgesucht. Warum haben die Menschen die Anbindung verloren oder haben nicht mehr so eine starke Anbindung? Sind es die äußeren Faktoren, wo darauf einwirken? Was ist deine Erfahrung, wenn man. Wenn du jetzt so draußen in der Welt bist, du hast ja wahrscheinlich auch, wenn die Menschen zu dir kommen, dein heiliger Raum, wo du deine Yogas, Übungen machst oder deine Massage machst, man hat ja dort für sich selber sein eigener heiliger Raum erschaffen, da fließt es natürlich in eine ganz andere Energie. Und was nimmst du so wahr, wenn du jetzt draußen in der Welt bist und deiner normalen Tätigkeit nachgehst? Wie nimmst du die Welt wahr? Was würdest du sagen, was du wahrnimmst? Also für mich selber ist es gerade richtig schwierig und anstrengend. Am liebsten, wenn ich es könnte, würde ich mich Ja. ausklinken. Also, aber ich habe auch Kinder, also ich bin auch immer konfrontiert mit Ja. der Außenwelt. Und also da, eben das, was mir fehlt, ist einfach eben diese, na, dass man sich überhaupt mal in die Augen schaut oder aussprechen lässt oder dass man ein bisschen Empathie zeigt, ne? Letztens kam meine Tochter nach Hause und dann hat sie dann gesagt, warum tut es dir leid, wenn es der nicht gut geht? Dann habe ich gedacht, oh je, ne? Also dieses, wie die schon, dieses Ego, wie die einfach da konditioniert werden. Also da fehlt absolut das Zwischenmenschliche. Ja, und bei den Teilnehmern, die wo zu mir kommen, also da, wenn es vor ein paar Jahren dann einfach, wenn die vor ein paar Jahren einfach so zum Abschalten oder so kam, ist es jetzt wirklich so Burnout. Und das sagen sie auch viele, dass sie kurz davor waren. Da auch sind ganz viele, wo in Kur und so gehen. Also es ist wirklich, aber egal, ob es die von der Bank, wo auf der Bank arbeiten, ob die in der Pflege, ob die, Ja. ne, also das ist wirklich egal, wo, die sind wirklich am Anschlag. Und wenn ich dann in dieser Meditation mit denen, wenn ich die dann einführe und eben zu dieser Verbindung zu dem Göttlichen, zu dem Selbst einfach Stück für Stück hinführe,
Ist es tatsächlich so, dass ich merke, ne, also da tut sich was, also da berühre ich die, ne, weil das ist so wie die Seele erinnert sich und die will ja auch, aber der Körper ist so weit weg davon. Ne? Ja. Da passiert also auch vieles, ja. Also wie gesagt, das ist absolut. Also ich habe auch das Gefühl, ja, dass viele Menschen dort draußen, die jetzt noch beruflich draußen ihre Arbeit, ja, nachgehen müssen, dass wirklich viele extrem am Anschlag sind und kurz vor Burnout sind, ja. Also ich habe es jetzt wirklich erlebt, der Autoverkäufer hat da selber gesagt, er wird. Er braucht jetzt Auszeit, er ist kaputt, ne? Aber Hauptsache schnell, 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 ohne Empathie, ohne Gefühl. Und das ist mir schon extrem aufgefallen. Vor 7 Jahren war das noch anders. Da war der Kunde König und da hat man sich um den Kunde beworben und gemacht und gemacht. Ja, klar, wenn jemand ein Auto kauft, dann ist der Kunde König und das ist alles verloren gegangen. Und dieses Miteinander, das Menschliche, ja. Das fällt mir halt auch auf, ja. Und du hast es ja vorher in deinem Gespräch, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen im Vorgespräch, dass du es einfach auch fühlst, ja, wenn Menschen bei dir in der Behandlung sind, ja, und du machst jetzt meinetwegen Massage und arbeitest im Energiefeld von der Menschen. Das passiert ja bei mir auch, dass ich dann im Energiefeld der Menschen lesen darf. Geht nicht bei jedem, das bin ich auch so ehrlich und gebe das offen zu im Vorgespräch. Du hast nicht zu jedem Mensch gleich Zugang, aber bei manchen Menschen, da kannst du wirklich im Energiefeld vieles lesen, ja. Und bei dir, wie ich das mitgekriegt habe, passiert es ja auch, wenn du dann die Menschen berührst und dann Reaktionen wie Tränen oder Freude, das sind ja menschliche Gefühle, da passiert ja noch auf der energetischen Ebene was. Und ich sage den Menschen auch immer, lass es fließen. Wenn Tränen kommen, das macht dich wieder frei und dann merkt man wieder, wenn man viel erleichtert ist, wenn man wieder irgendein altes Programm loslassen konnte, ja, irgendein altes Trauma. Und jetzt haben wir ja die Zeitqualität durch die Aufstiegssymptome, sage ich mal, dass bei uns alle, ausnahmslos bei uns alle noch die alte Geschichte hochkommt und die noch jetzt angeschaut werden wollen und aufgelöst worden. Was machst du da für Erfahrungen bei dir, wenn du mit den Menschen so in der Einzelsitzung arbeitest? Also das ist energetisch sehr, sehr, sehr stark bei mir jetzt. Dass ich, also ich bekomme die Informationen, also die kommen zum Beispiel mit Rückenschmerzen. Ja. Und dann kriege ich Informationen einfach, also es kann aus früheren Leben sein, das können Themen aus der Kindheit sein. Und dann löse ich das auf. Ne? Also dieser Rückenschmerz ist nie der Rückenschmerz, sondern das kommt immer von verschiedenen Faktoren. Kommt es zusammen und eben so in der Anbindung oder so bekomme ich eben entweder Bilder von früheren Leben, dann zeigen sie mir, also interessant bei einer war, die hatte dann im Nacken da Schmerzen und dann habe ich ein Bild bekommen, wie sie mit dem Pfeil da hinten also abgeschossen worden ist und getötet und diesen Schmerz, ne, das habe ich und das löse ich dann auf. Und eben, also das ist ganz stark. Also vor 2 Jahren ist es auch noch nicht so stark geflossen, aber jetzt ist wirklich, habe ich so das Gefühl, als ob es jetzt im Schnelltempo die Menschen das abarbeiten wollen, na, dass wir all das hier lassen, transformieren und dass es dann weitergeht. Ne? Also diese Erfahrung. Habe ich, genau, dass die dann wirklich oftmals mit dem Schmerz, keiner kann helfen, weil erst wenn sie alles abgeklappert haben, dann kommen sie zu mir, weil sie von irgendwo anders keinen Rat wissen. Und dann beginne ich mit meiner Arbeit, dann schaue ich einfach, wo das herkommt und dann lösen wir das auf. Also das waren
ganz berührende Sachen, wo die eine konnte nicht laufen zum Beispiel und nach 3, 4 Behandlungen, also war sie dann auch beim Arzt und hat sie auch nochmal einen Rheuma, einen starken, also Rheuma-Werte und so. Und nach dem dritten Mal hat sie wieder Blut abnehmen lassen, hat gesagt, das gibt's nicht. Nach so kurzer Zeit können die Werte nicht so aussehen. Das glaubt er nicht. Und also die ist jetzt, also zu 80% ist alles wieder weg. Also das sind dann schon Sachen, wo die dann halt, ne, aber die müssen offen sein. Also es kommt auch nicht jeder. Ja, ist ja klar, es Genau. ist immer Resonanz. Ja, du lass, ich habe gerade so einen Gedanke reingekriegt, als wir uns vorab noch besprochen haben, hast du ja gesagt, als ich das Interview mit der Markus Peters, mit dem Arzt, dem habe ich ja schon zwei tolle Videos gemacht, Gespräche geführt, als du das Video angeschaut hast, sei bei dir so ein Film abgelaufen. Wollen wir da vielleicht mal einsteigen, weil das ist ja auch Ja, sehr gern. interessant, Ja. ja? Was ist da genau passiert, als ich mit Markus Peters, weil der sprach ja auch davon, ich hoffe, die kriegst du mal richtig zusammen, dass immer mehr Patienten zu ihm in die Praxis kommen, die einfach keinen Zugang mehr zu ihrer Seele haben oder zu ihrem Körpergefühl. Genau. Vom Körpergefühl müsst ihr mal vorstellen. Da ist wie ein Schnitt, ja. Was ist da für ein Film bei dir abgelaufen? Möchtest du darüber reden? Sehr gern. Also bei mir war das dann so erstmal dieser Wow-Effekt, dass das überhaupt mal jemand ausgesprochen hat, ne? Also das mal in Worte auszusprechen, weil das hat mir irgendwie so gefehlt, ne? Das habe ich oft wahrgenommen, aber ich wusste die Definition nicht, ne? Was ist das? Und was meine Seelenessenz hier einfach auch ist, also es war schon immer so, aber das wusste ich auch lange nicht, dass ich auf Seelenebene kommuniziere mit den Menschen. Also ich sage danach auch irgendwas, manchmal ist es auch unheimlich, weil dann sagen sie, woher weißt du das jetzt? Oder sind erschrocken oder so. Also die Seelen, die nehmen die Verbindung zu mir auf und ich sag dann was oder ich leite die dann und dann führe ich, dann mache ich die Anbindung wieder, ne? Ob die eben durch den Körper oder durch Berührung oder eben, dass ich einfach schaue, welche Programme haben die Menschen da rausgeholt. Ne? Ich meine, jetzt durch diese C-Zeit ist natürlich, sind natürlich viele Schäden da. Ne? Ja. Da kommen die natürlich auch mit den Schäden. Da habe ich ja vom Roberto auch ganz tolle Impfausleitungen, energetische, wo ich mache. Also da habe ich auch schon einigen helfen können. Ne? Also das sind dann solche Themen, wo ich dann einfach merke, okay, das passiert einfach in meiner Arbeit, dass die Seelen sozusagen den Kontakt suchen und ich da helfen kann. Also, dass ich wie so ein Vermittler, ja, wie so ein Vermittler, ja. Vermittler bin dann, genau. Und der Dr. Markus, der hat ja dann auch gesagt, dass er halt eben, ich hatte so das Gefühl, dass er das wahrnimmt, aber eben man kann diese Vitamin, Kurkuma, Spritzen hat er, glaube ich, gesagt, oder natürlich sowas, die Menschen aufbauen. Und das ist dann wieder das, was mir dann auch so ein bisschen fehlt, einfach die Begleitung dazu. Ne? Weil ich mache das, aber trotz allem brauchen sie auch auf körperlicher Ebene einfach, um den Körper wieder zu stärken. Ne? Wenn das eine oder das andere da nicht im Ausgleich ist. Ne? Genau. Und das war für mich total berührend, weil ich gedacht habe, wow, also eben der hat es wirklich ausgesprochen, für was ich keine Worte hatte. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, das habe ich mir jetzt nicht eingebildet, sondern das nehmen andere auch so wahr. Ja, das sind viel, viel mehr. Ich meine, ich habe es ja jetzt selber erlebt, ja. Mein letztes Solo-Video, wo ich am Samstag hochgeladen habe, da habe ich auch wirklich lange überlegt und ich habe es mit meiner lieben Karin nochmal gemeinsam nochmal angeschaut, bevor ich es hochgeladen habe bei mir auf dem YouTube-Kanal. Und da habe ich auch gedacht, kann ich das ins Feld geben?
Das ist schon heftig, weißt du, 80, 85% seelenlose Bioroboter. Aber die Kommentare, ich habe ja, weißt du, hab wieder 300 Kommentare gekriegt und die Menschen bestätigen das, ja. Und ich habe es jetzt live erlebt, die letzten 3 Wochen, wie die bloß noch wie Fangsteuer drumrennen und noch mehr. Da geht es nur noch um materielle Dinge, ja. Schnell, schnell verkaufen, nur noch ums Materielle. Und ich glaube, jetzt kommt wirklich die Zeit, der Entscheidung zu treffen. Ich habe ja auch schon mal darüber gesprochen, die Weichen werden jetzt gestellt. Auf welche Zeitlinie takte ich mich ein? Gehe ich jetzt den Weg mit Pachamama, mit Mutter Erde in die neue Welt oder bleibe ich in der alten verhaften? Ja? Und da glaube ich eben, dass es, und ich sage das ja auch immer, noch viele, viele Heiler braucht, ja, die einfach andere Menschen an die Hand nehmen. Manchmal sind es einfach nur Zuhörer, dass die Menschen einfach mal sich öffnen können, über die Dinge reden können. Man findet ein offenes Ohr, man wird ernst genommen. Das löst schon viel. Und wenn man dann noch energetisch arbeitet, in welcher Form auch immer, dann können wieder neue Impulse bei den Menschen gesetzt werden und dass sie wieder wirklich in ihre Zuversicht, in ihre Kraft kommen, in ihre Anbindung kommen, die ja bei vielen gekappt ist, ja. Und ins Urvertrauen kommt. Und ja, und deswegen sage ich ja, wir werden noch viele, viele Menschen brauchen. Jeder hat eine bestimmte Gabe ja von Haus aus, von seelischer Ebene mitbekommen in dieses Leben, in diese Inkarnation. So wie ich mich an meine frühere Inkarnation, wie ich als Schamane gearbeitet habe, beim Stamm der Cherokee, deswegen auch immer mein Wolf-T-Shirt, weil das ist mein schamanischer Rufname, Grauer Wolf damals gewesen. Da habe ich eine starke Anbindung und so hat jeder eine Befähigung, ja, auf tiefer seelischer Ebene mit Menschen zu begleiten und helfen zu können. Und ja, liebe Roswitha, hast du noch was für dich jetzt, was dir noch wichtig ist, so ins Feld zu geben von meine mein Publikum, möchtest du da noch? Also, ja, diese Anbindung, einfach da mal sich wahrzunehmen, zu fühlen, zu spüren, das sehe ich so ganz oft auch in meinem Unterricht, ne? Die kennen den Unterschied gar nicht zwischen einem Schmerz oder dass es irgendwo zieht oder dass es, ne, also schon allein im Körperlichen, ne, fehlt den meisten schon dieser Unterschied einfach zu spüren. Und es kommen jetzt sehr, sehr viele Gefühle hoch. Ne? Die Transformationszeit, das passiert jetzt ganz viel. Da einfach das mal hinzuspüren, anzunehmen. Die meisten unterdrücken das immer noch, schieben es weg. Und dann staut sich das natürlich noch mehr und noch mehr. Ne? Also auch da animiere ich immer die Menschen, das einfach anzunehmen oder überhaupt zu fühlen, zu spüren, alles, was hochkommt, weil wir ja von der Gesellschaft so konditioniert sind, dass wir keine Gefühle zeigen, dass es sich nicht gehört und, ne, dass wir uns immer schön artig benehmen und wir auch immer nicht auffallen und das sitzt tief. Also, und ich glaube, wenn da den Menschen bewusst ist, dass sie dadurch einfach die Sachen transformieren können und wenn sie die Anbindung haben, dass sie nie alleine sind, dass wir vom Göttlichen immer geführt werden, dann finden wir auch den Weg, dann werden wir auch wissen, was als nächstes zu tun ist und dann nicht in dieser Angst irgendwo verharren oder uns auch im Außen zu richten, nur weil alle da langlaufen, damit zu laufen oder so und seins zu finden. Also den meisten fehlt ja auch, was macht mich aus oder was mache ich gern. Eben was ja auch vom Roberto so mit der Selbstliebe und so, die meisten gucken mich dann immer mit großen Augen an, was? Es geht um mich, ich darf mich lieben, ne?
Ganz wichtiges Thema. Das ist alles immer nur im Außen und das berührt dann schon im Herzen, wenn man damit in Kontakt geht. Genau, und das dürfen wir jetzt wieder ganz stark. Also das wünsche ich mir einfach, weil wir dann auch kollektiv, ne? Ich sage immer, wenn ich einem hilft, dann geht es ihm gut und dann geht es ja wieder weiter und dann geht es, Geht's je dir mehr es auch? Menschen da draußen besser geht, umso besser geht's uns. Geht es uns Alle. allen, aus diesem Ego einfach wegzukommen? Sehr Ja, gut. das Da bin ich würde ganz, helfen. ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist genau das. Sei du Mensch, ja. Sei du, wie du bist. Sei du das Original, ja. Versteck dich nicht mehr. Zeig dich so, wie du bist, mit deinen menschlichen Gefühlen, mit deiner Freude, mit deiner Trauer, wenn dich was traurig macht, dann darfst du auch weinen, ja, das sind menschliche Gefühle, ja, und das ist das, auf dieses jetzt in Zukunft noch mehr drauf ankommt, Mensch zu sein, darum begrüße ich ja immer, mache ich immer, ich habe mir das ja auch gedacht, warum immer begrüße euch von Mensch zu Mensch, ja, weil das ist das, was uns als menschliche Wesen auszeichnet, ja, mitfühlend zu sein, ja, den Gegenüber mal einfach, weißt du, viele denken immer, ja, wie kann ich, kleines Lichtlein, sind ja auch wieder nur Programmierungen aus dem Elternhaus oder Glaubenssätze, falsch. Wir müssen aus diesem Denken rauskommen. Uns muss es bewusst werden wieder, ja, und das sende ich immer und immer wieder aus, in jedem Video fast, dass wir göttliche Schöpferwesen sind und wir erschaffen mit unseren Gedanken unsere Realität. Also fang an, Gedankehygiene zu halten und fokussiere dich auf das, wie es werden soll, wie wir in eine lichtvolle, freudvolle Zukunft steuern. Ja? Und die Seelen, die bereit sind, den Weg mitzugehen, die werden mitgezogen und die andere, freier Wille, die werden möglicherweise auf der alten Zeitlinie, auf der alten Ebene die dystopische Welt kriegen, die für uns ja vorgesehen ist. Und die läuft eindeutig darauf hinaus, diesen Planeten zu entmenschlichen, wenn du die ganze transhumanistische Agenda genauer mal anschaust. Aber wir sind jetzt hier gefordert, ins Tun zu kommen und uns zu zeigen und den Menschen draußen Impulse zu geben und sagt, schaut mal, da sind doch viel, viel mehr da. Deswegen sind solche kleine Seminare in kleine Gruppen immer sehr kraftvoll, weil man kann sich gegenseitig energetisch wirklich Kraft geben, wenn man dann wieder alleine ist bei sich und seinem Umfeld, um einfach wieder mit frischer Energie wieder neue Akzente, neue Punkte zu setzen, ja, um einfach andere Menschen auch wieder in den Aufwachprozess zu bringen, ja. Das sind oft nur Kleinigkeiten, pack macht's und der Mensch kriegt auf einmal, hinterfragt die Dinge, klappt nicht mehr alles, was ihm vorgesetzt wird und schon geht der Erwachungsprozess los. Und da wir ja jetzt eine exponentielle Zeitbeschleunigung haben, geht es ja schnell. Ich arbeite jetzt schon seit 20 Jahren mit dem UFO-Thema, bin ich ewig drin und habe das auch konsequent durchzogen. Und manche, die sind jetzt erst so durch das C-Thema in den Erwachungsprozess kommen, aber das geht jetzt ganz, ganz schnell. Ja. Ja, liebe Roswitha, wunderbar. Dann würde ich dich noch bitten, einfach ganz intuitiv möchtest du meine Zuschauer noch, ich würde dann natürlich noch von der Roswitha ihre Links dann noch in die Videobeschreibung verlinken, wo ihr dann euch selber mal ein Bild über ihre Arbeit noch ausführlich auf ihrer Webseite nachholen könnt oder anschauen könnt. Möchtest du noch, hast du noch jetzt einfach mal ganz intuitiv, gar groß überlegen, eine Botschaft, die du noch gerne für mein Publikum aus meinem Kanal aussenden möchtest, was dir so ganz spontan einfällt? Ja, es geht um uns alle, einfach diesen Weg jetzt gemeinsam auch für Gaia vorzubereiten und dass ich jeden ermutige, seinen Weg zu gehen und damit zu helfen, dass wir umso schneller in dieses Paradies für
dass Gaia ursprünglich bestimmt war, dass wir da wieder hinkommen und gemeinsam, weil wenn wir viele sind, dann geht es ganz schnell. Roberto sagt immer, wir brauchen nicht viele, aber die, wo dann da sind, das geht ganz schnell. Das Licht kann man nicht aufhalten. Das Licht kann man verhindern, aber das Licht kann man nicht aufhalten. Ja, wunderbar, liebe Roswitha. Wunderschöne Abschlussworte. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen viel Kraft. Bleibt bei euch, zentriert euch, geht jeden Tag in euch, kontrolliert eure Gedanken. Bin ich noch ausgerichtet? Und wie ich immer sage, am Ende wird alles gut. Liebe Roswitha, ganz, ganz herzlichen Dank Dankeschön. für deine Zeit und das tolle Gespräch. Und wir freuen uns natürlich wieder über eure Kommentare. Ich lese immer die Kommentare, auch wenn ich nicht immer auf jeden antworten kann, weil ich es einfach zeitlich auch nicht mehr schaffe. Und in diesem Sinne wünsche ich uns alle jetzt eine gute Zeit. Danke dir. Danke, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.